Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Upsala. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Drogerie-Haul. Also ich war bei Rossmann, ich habe was bei DM bestellt. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses Video kommt eigentlich total passend online. Heute am Samstag müsste das sein, ne? Weil, ich bin jetzt gerade auf der Glow bei DM, also dementsprechend voll witzig. Da kommt ein DM heute. Ja, meine Scherze sind auch manchmal besser. Versprochen. Ich möchte jetzt aber trotzdem mit dem Rossmann-Part starten. Da war gar nicht so viel am Start. Ich gehe regelmäßig zu meiner Psychologin, einfach um so eine kleine Traumageschichte meines Lebens zu bewältigen und damit klarzukommen. Und immer wenn ich halt dort bin, gehe ich wahrscheinlich danach oder davor zu Action oder zu Rossmann, weil ich nicht direkt mich ins Auto setzen möchte. Und ja, da war ich dann bei Rossmann, ne? Und da habe ich jetzt diese Tüte hier voll gemacht mit schönen Sachen, die ich wirklich auch sehr sinnvoll finde. Ach so, falls du Marion sein solltest, Trisana Tantler, hier sind super viele Geburtstagsgeschenke für dich mit bei. Also guck dieses Video bitte nicht, weißt du Bescheid. Das ist nämlich eine Intention gewesen, mit der ich sowohl bei Rossmann als auch bei DM shoppen war. Ne? Also da sind einige Sachen bei, die du besser noch nicht sehen solltest. Erst an deinem Geburtstag Ende August, Leute hier. Leute, vor allem Leute, Marion. Du und deine Leute. Genau. Das erste, was ich gekauft habe, ist so ein Abdeckel, ein Multifunktionsdeckel. Den kannst du halt super verwenden, wenn in einem Rezept steht, dass du ein Pfannengericht machen sollst und es dann irgendwie schmurgeln lassen sollst und einen Deckel drauf machst. Wir sind dann immer ein bisschen so, haben wir nicht. Also wir haben keine Deckel für unsere Pfannen, haben dann immer Alufolie drauf gemacht. Ist jetzt nicht so die allernachhaltigste Geschichte des Universums, deswegen habe ich mir gedacht, komm, für 7,99 €. Abzüglich der 10%, die man natürlich bekommt, wenn man dort vor Ort shoppen geht, ne? Gönnt man sich das einfach mal. Hat ein Dampfloch hier am Start und ja, ne, kannst du halt auch für unterschiedliche Durchmesser verwenden. Das finde ich immer sehr, sehr praktisch. Also, doch, den Deckel fand ich ansprechend. Den hätte es, glaube ich, auch noch in Türkis gegeben. Aber ich habe den jetzt so in Grau mitgenommen. Dann habe ich mir mitgenommen, Revolution Kombucha Kiss, die Shadow Palette. Die hat mich nämlich erinnert an BH Cosmetics. Und ich habe ja gehört, dass Revolution BH Cosmetics aufkaufen wird oder aufgekauft hat, weil BH Cosmetics ja irgendwie Insolvenz angemeldet hat. Die hier hat mich von der Optik her echt irgendwie dran erinnert. Muss ich sagen, die dürfte auch relativ neu sein. Ich habe euch für Instagram übrigens auch so ein Reel abgedreht. Das müsstet ihr dann auch gesehen haben, falls ihr mir dort folgen solltet. Die Schere wäre ganz gut. Hallo? 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 Da hinten. Oh Gott. Soll ich denn da jetzt beikommen? Genau, da nehme ich euch nämlich gerne mit, wenn ich dann im Laden bin, dass ich euch da so einfach auch mal so Neuheiten zeige, ne? Oder Dinge, die ich einfach super interessant finde, dass ich euch die einfach mal präsentiere schon vorab, bevor ich den Haul halt drehe, hochlade oder sonst irgendwas. Und die fand ich einfach schön, ne? Also jetzt so von der Umverpackung her passt sie 1A zu meinem Augen-Make-up. Schön sommerlich. Ich weiß nicht warum, aber die hat mich wirklich an BH Cosmetics, an diese City-Paletten erinnert. Ne? Ich weiß nicht. Ja, und Revolution hat eigentlich eine richtig schöne Qualität. BH Cosmetics ja auch. Aber wir sind jetzt hier noch bei Revolution. Das ist so eine schöne Farbgestaltung von der Palette her. Ich finde die hübsch. Ja, und die möchte ich mit euch mal demnächst zusammen ausprobieren. Ne? Das sind so schöne Sonnenuntergangslooks, die man damit schminken kann. Und das ist halt voll mein Vibe. Jetzt habe ich ja auch gerade mein Fullface Beauty Boxen gefilmt. Das müsste dann morgen online kommen. Und da habe ich mir auch so einen schönen orange-warmen Look geschminkt, einfach weil ich Bock drauf hatte. Ne? Das ist mein Kassenbon, den brauche ich für Steuer. Dann habe ich mir mitgenommen, das war jetzt irgendwie im Ausverkauf, für 3,75 € von Essence. Und das war das einzige Produkt, was mich aus der LE halt so hardcore angesprochen hat, dieser Blushleiter. Und da haben sie auch alle von geschwärmt. Und der ist voll hübsch. Also sowas als Design mag ich richtig gerne leiden. Cute as shell. Und das ist einfach so ein Produkt, was man einfach gerne auch in der Sammlung hat, ne? Weil das, was hinter mir steht, ist ja meine Sammlung. Natürlich auch mein Arbeitsmaterial, aber auch meine Sammlung.
Dann habe ich, ja, ich habe echt viel Schminke mitgenommen, weil mich das angesprochen hat, ne? Bei Revolution habe ich dann auch noch diese beiden Paletten mitgenommen. Die sind nicht günstig, aber ich fand die wirklich auch von innen sehr, sehr hübsch. Ich liebe Wassermelone und ja, das ist die Extra Tasty Shadow Palette. Extra, weiß ich nicht. Ne? Die können wir uns auch mal zusammen gönnen. Also sehr, sehr bunt, sehr, sehr rötlich. Das sehen wir auch. Ein bisschen Grün ist mit dabei, ein bisschen Blau ist mit dabei, ein bisschen dies, das, Ananas. Ananas nicht, Melone. Und das Gleiche gilt halt auch für die Coco-Palette, wobei ich eigentlich überhaupt kein Fan von Kokosnüssen bin. Da kommt Amazon gerade. Ich habe nämlich in einem, also in dem Schminki, was ich eben hatte, eine Nachricht von meiner Alexa bekommen, dass Amazon heute kommt. Ja, Fun Fact. Ja, und die ist halt so grün, gelb, auch ganz interessant. Und die möchte ich mit euch einfach auch mal. Ich habe viel vor, wie immer, ne? Ja, habe ich aber Bock drauf. So, dann habe ich mitgenommen, das ist dann fürs Geburtstagskind, eine Handvoll Magie von Tee bei Tee Desep, funkelnde Badeperlen, Feenstaub, Wünsche und Wunderpflegebad mit Badeliposomen. Sowas finde ich einfach hübsch. Und ich habe auch am Laden so ein bisschen dran schnuppern können. Das roch auch ganz angenehm, ne? Finde ich schön zum Verschenken. Dann habe ich hier auch, war neu, ne? Isana Tuchmaske Durstlöscher für die Haut mit Retinol und Pink Grapefruit Extrakt. Die ist jetzt oben und unten geklingelt. Ich hoffe, mein Freund wird jetzt hingehen. Ich höre es ja gleich. Retinol darf ich ja in der Schwangerschaft nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Produkt, worüber sich Marian freuen wird. Das weiß ich. Die ist auch so ein Tuchmasken-Fan wie ich. Und für die Augen habe ich hier Aloha Hawaii Augenpads erfrischend mit Hyaluron und Ananasextrakt. Die waren auch im Isana Trendturm und waren als recht neu gekennzeichnet. Ja, mein Freund geht hin, sehr gut. Und dann habe ich mir jetzt nochmal Waterdrops geholt. Die mag ich halt vor allem super gerne jetzt im Sommer trinken. Einfach ins Wasser rein und fertig ist die Laube. Und gerade wenn ich hier oben bin, ist es super praktisch, weil ich hier einen Wasseranschluss habe. Aber ich habe halt keine Lust, mir hier irgendwie super viele Getränkesachen hinzustellen. Das ist das einfach ein bisschen praktischer. Du hast hier jeweils 12 Stück drin, glaube ich. Oder 24? Nee, 12, ne? Einmal Love habe ich mir nämlich geholt und Boost. Und die waren auch noch reduziert. Genau, 12 Stück sind jeweils hier drin. Ich hatte ja mal eine Kooperation mit Waterdrop. Ich weiß nicht, ob da vielleicht meine Ansprechpartnerin nicht mehr arbeitet und deswegen der Kontakt eingeschlafen ist, aber ne, ich habe leider aktuell keinen Code für euch, aber ja, ich mag die super gerne. Ist echt so mein Ding, ne? So, dann haben wir jetzt die Rossmann-Tüte einmal leer und hüpfen dann weiter zu DM. Als erstes habe ich mir was geholt, was einfach jetzt so, was mich einfach ein paar Mal öfter jetzt hier genervt hat zu Hause. Und da hatten wir nichts für. Und dann habe ich mir gedacht, dann hole ich mir das jetzt. Von Melerut Aufkleber und Klebereste-Entferner. Ne? Kannst du so für alles Mögliche nehmen. Und das wollte ich einfach jetzt mal mit kaufen und schauen, wie das so ist. Dann gibt es wohl recht neu von Balea Shampoo und Spülung Sweet Melon mit Melonenduft für jedes Haar. Da ist Shampoo und Spülung in einem so einem Ding drin. Und sowas finde ich immer echt praktisch. Und jo, ne? Für das Geburtstagskind mit eingepackt und ich liebe Melone und meine Liebe für Produkte gebe ich ja auch immer gerne weiter, ne? Genauso verhält es sich auch bei dem hier, oh, Garnier Fructis definierendes Kakaobutter Hair Food. Ich glaube, da wird Marion applaudieren. Richtig toll. Ich liebe diese Banana-Hair-Food-Geschichte, ne? Das ist, also Banana-Hair-Food ist ja voll mein Ding von Garnier. Und die haben halt auch verschiedene andere Sachen damit bei. Und das hier ist jetzt mit Kakaobutter und sowas ist halt für sehr trockenes und lockiges Haar. Gut, sie hat jetzt keine Locken, aber sie hat trockenes Haar, ne? Und dementsprechend fand ich das einfach sinnvoll. Dann habe ich natürlich auch an ihre Katzen gedacht. Knabbermix Leckerlis Milchmäulchen. Fand ich irgendwie süß, ne? Weil sonst wird sie von ihren Katzen gefressen und das will ich nicht zu verantworten haben. Dann gibt es von Maybelline so eine neue Reihe, Green Edition. Da habe ich mir die Foundation in der Farbe 30 mitgenommen. Ich glaube, ich weiß nicht, ist die zu dunkel? Wird die passen? Mal gucken. Die Farbauswahl war ganz schön schwierig da auf der Homepage, muss ich gestehen. Weil da auch teilweise, ich glaube, falsche Bilder zu abgebildet waren. Also das war echt blöd. Ich habe gesehen, dass Maxim jetzt ein Video hochgeladen hatte. Dann habe ich noch ein Video gesehen. Da war jetzt nicht so die Ultra-Begeisterung für dieses Produkt. Aber ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie es mir gefallen wird. Weil ich, ne, jeder hat ja irgendwie eine andere Haut und so. Und dann ist man einfach neugierig. Auch ein neues Produkt ist von Stephanie Giesinger. Moi Gentle Cleansing Foam mit Bio-Aloe Vera und Panthenol.
Da weiß ich noch nicht, ob ich das für Marion reinlegen werde oder ob ich mir das selber gönnen werde. Da muss ich nochmal gucken und ganz tief in mich hineinhorchen. Eigentlich wollte ich ihr das schenken, aber jetzt, wo ich das hier so sehe, mit Bio-Aloe Vera und Panthenol, vielleicht hole ich mir auch noch eins davon. Ist ja meistens so eine limitierte Geschichte, ne? Das ist ein bisschen schade. Das ist ein neues Produkt, das wollte ich ausprobieren. Garnier Mineral Magnesium Ultra Dry, 48 Stunden langanhaltender Schutz vor Achselnässe. Ist mit Magnesium, ne? Das finde ich ganz interessant. Ich habe jetzt gerade eins aus dem letzten Haul, nämlich in Anwendung. Das wird sehr bald in meinem Flop-Video landen, weil ich bin nass, Leute. Das hilft nicht. Gut, es ist ja auch heiß draußen, aber oh. Ja, ich mache mir das mal hier. Hallo. Habe ich jetzt weiße Achsel? Nö. Oh, allein das fühlt sich schon richtig an, ne? Macht ihr das auch immer? Ich weiß es nicht. Ich mache immer so den Ententanz, wenn ich mit Deo drunter mache. Egal. Auf jeden Fall wird das jetzt in mein Badezimmer kommen. Das ist ein sehr trockener Duft halt, ne? Aber riecht also angenehm nach quasi nichts. Finde ich gut. Hat aber direkt alles trocken gemacht. Also positiv, ne? So, dann habe ich hier Kosmetiktücher mitgenommen von Ebelin. Ja, ne? Das sind jetzt die recycelten, finde ich gut. Können wir immer gut gebrauchen, weil wir sowas halt gerne überall haben bei uns, ne? Dann habe ich, das ist alles für Marion, Lovely Rose Augengelpads von Shams mitgenommen. Ich weiß, dass sie auf sowas steht, ne? Habt ihr ja eben schon gesehen, habe ich bei Isana auch zugeschlagen. Deswegen muss da ordentlich was mit bei. Das ist auch so süß, die habe ich auch schon gemacht. Bedruckte Tuchmaske, Be Sweet. Da ist halt so ein Schäfchen im Gesicht. Ach, ist das fein, oder? Ich lieb's. Die habe ich schon mal gemacht, die fand ich auch gut. Tuchmaske Juicy Lemon, meine ich jedenfalls, dass ich die schon hatte. Also irgendwas mit Melone und das kam mir positiv vor. Deswegen habe ich die jetzt auch nochmal mitbestellt. Die hier soll wohl neu sein. Tuchmaske Eternal Summer, intensive Feuchtigkeit mit Meerwasser und Glow-Effekt für jede Haut, ne? Also Marion kann Masken machen bis zum Abwinken. Aber auch so ein bisschen was anderes, mal nicht bei Lea, habe ich hier. Und zwar von Misha Cucumber. Ich liebe diese Gurkengeschichten, weil die sehr erfrischend sind. Habe ich ihr mit reingelegt. Und die sind auch super dünn. Also ich finde tatsächlich die von Misha auch um Längen besser als die von Balea. Ne? Aber die von Balea sind halt irgendwie witzig. Genau, dann habe ich auch noch eine weitere von Misha mit eingepackt. Und zwar die Aloe. Auch die richtig, richtig toll. Hatte ich auch schon mal. Und dann habe ich hier noch von Garnier die schwarze Tuchmaske. Poren verfeinernd und Feuchtigkeit spendend. Je nach Bedürfnis kann sie dann wählen, welche sie gern hätte. Für ihre Katzen habe ich dann nochmal was mitgenommen. Und zwar sollen die nicht nur fressen, sondern halt auch sich bewegen und spielen. Und zwar von Flamingo. Das war, glaube ich, auch recht neu. Dieses Brain Train Feather Swing 20x28 cm. Das fand ich cool. Das fand ich richtig cool. Ne? Ich habe für Sammy auch das ein oder andere Intelligenzspielzeug. Das findet er auch immer super. Und ja, warum nicht, das auch mal für Katzen sowas in der Art zu haben? Mal gucken, ob die das feiern. Ne? Ich fände es schön. Dann habe ich auch noch getränketechnisch was mitgenommen. Und zwar von Mesmer Cold Tea Eistee Zitrone. Ich trinke gerne mir einfach normalen Früchtetee mit kaltem Wasser. Ne? Aber das soll besser sein. Also habe ich mir den jetzt auch nochmal mitgenommen. Ich habe jetzt einige Oberteile und auch Röcke, die halt so ein bisschen, ich weiß nicht, wir haben halt so einen Wäscheschacht, da schmeißen wir die Wäsche rein und dann kann es halt durchaus sein, das war ein Reim, dass ich halt meine Klamotten da reinschmeiße. Und da wir halt im Renovieren sind, vielleicht hat mein Freund irgendwelche dreckigen Sachen, also dreckige Tücher oder sowas hat, die er dann kurz danach in den Wäscheschacht reinschmeißt und dann war da vielleicht irgendwas Chlormäßiges oder sowas mit dabei. Das heißt, das ein oder andere, was wir hier haben, hat halt echt so ausgeblichene Flecken oder ein Top, was ich habe, was ich eigentlich schon seit 2012 habe, also seit 10 Jahren, dieses Jahr voll krass, was ich liebe, hat einen dicken Flecken, Make-up-Fleck drauf. Und da möchte ich einfach mal versuchen, die Sachen zu färben und da halt die Produkte zu retten, also die Kleidung, weil ich sie liebe. Also wenn ich Kleidung habe, die ich liebe, dann trage ich sie so lange, bis sie mir vom Körper fällt und versuche sie dann noch zu flicken und zu färben und hast du nicht gesehen. Das ist jetzt einfach nur ein Test. Apfelgrün von Simply Cool, Textilfarbe Expert. Die habe ich jetzt so noch nicht verwendet, aber ja, ist ein Test wert, ne? Das hier habe ich auch noch für Marion mitgenommen von Betty Barclay Wild Flower. Ist ein neues Parfum, warum nicht? Ne? Also so fand ich hübsch, ne? Vom Flakon her. Fand ich einfach süß. Ja,
Die habe ich schon einmal da, habe ich mir jetzt als nochmal nachgekauft. Ich hätte die so gerne in einer Nude-Farbe, aber halt wirklich hell Nude und nicht, dass man sieht, man hat eine Strumpfhose an. Wisst ihr, was ich meine? Denn dieses Nude, was es hiervon auch gibt, sieht echt furchtbar aus, jedenfalls bei mir. Babybelly Strumpfhose ist halt für meinen Bauch ganz gut, weil mein Bauch wächst und gedeiht. Als Wegfeuchttücher haben wir natürlich auch immer wieder hier bei uns am Start. Das sind jetzt welche mit Melone. Man merkt kaum irgendwie so ein kleines Muster von mir. Geil. Dann habe ich hier noch von Profissimo einmal Handschuhe latexfrei. Kannst du immer gut gebrauchen beim Renovieren, beim Rückstände von Sammy wegmachen, bei allen möglichen, Leute. Ich finde das wirklich wichtig. Mein Freund und ich haben sehr ähnlich große Hände. Das ist die Größe Mittel. Passt bei uns immer perfekt. Dann habe ich hier noch ein bisschen was Eingepacktes. Denn von der Maybelline-Reihe habe ich mir noch ein bisschen mehr bestellt, weil ich das demnächst mal mit euch auch ausprobieren wollte. Hallo! Ein bisschen mehr ist ein Produkt. Die Mascara fand ich einfach interessant. Green Edition Mega Mousse Mascara. De Pestañas. Mal gucken, was die so kann. Meine Wimpern wollen aktuell ja eh nicht schön sein. Jedenfalls nicht so, wie ich sie gerne hätte. Mal gucken, ob sie das meiste rausholt. Ja, so eine schöne Begleiterscheinung von der Schwangerschaft ist, dass du immer aufpassen musst, wenn du niest zum Beispiel oder was auch immer. Miss Curly Jen, Jenny, hat das mal ganz charmant ausgedrückt mit: Der Körper bereitet sich schon mal auf die Geburt vor. Charmant. Wir brauchen auf jeden Fall diese Teile hier noch und nöcher. Und ich brauchte sie vorher schon sehr exzessiv und jetzt noch umso mehr. Es ist echt der Wahnsinn. Hier habe ich jetzt einfach flexible Slip-Einlagen von Yessa. Ich brauche mittlerweile nicht wenig davon. Und ich werde auch sehr bald die lange Variante davon mir mal holen tatsächlich. Aber ja, muss halt sein. Was willst du machen? Leute, ne? Wir sind mal realistisch. Man weiß ja auch, wofür es ist und dass es ja auch alles ein natürlicher Prozess ist. Und wir sind alle froh, dass man die Möglichkeiten hat, die wir heutzutage haben und dass wir nicht vor 100 Jahren sind. Das wäre nämlich übel. Hier habe ich jetzt noch zwei Sachen, die sehr klassisch sind. Einmal von Sanft und Sicher Pro Nature Toilettenpapier. Ich finde, das darf man sich auch einfach mal gönnen, ne? So ein schönes Klopapier, 8 Rollen, 260 Blatt, zweilagig. Zweilagig ist eigentlich schon sehr, sehr traurig, ne? Also mal gucken, ob wir damit klarkommen. Ich bin eigentlich eher so Team 3- oder 4-lagig. Ja. Aber gut, ja. Es war halt mal wieder relativ viel ausverkauft. Ich weiß auch nicht, was mit den Leuten los ist. Die rasten vielleicht wieder aus. Oder die Papierkrise ist jetzt auch schon beim Klopapier angelangt. Und dann habe ich natürlich noch die Küchentücher mitbestellt. Es wird auch Zeit, denn wir haben jetzt aktuell wirklich gar keine mehr. Saugstark und sicher. Das sind jetzt die dreilagigen klassischen. Ja. So. Das war jetzt mein Rundumschlag durch die Drogerien. Also Rossmann und DM. Und unglaublich. Und ich kann jetzt dann sehr bald das Geburtstagspaket für Marion packen. Ich hoffe, ihr gefällt das. Das wird dann natürlich noch ergänzt durch das ein oder andere Tool und durch das ein oder andere, was ich zum Beispiel bei Sephora bestellt habe. Auch den Haul wird sie sich nicht angucken dürfen. Schade, Schokolade, der kommt nächste Woche online. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Drogerie-Haul. Wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten mein neuestes Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!